Okay, wir könnten eine Runde Nexus-Blitz mit Zuschauern machen, wenn ihr wollt. Habt ihr Bock? Ein Rötchen Nexus-Blitz? Und dann werden wir auf Clash warten. So. Machen wir eine Runde Zuschauer-Nexus-Blitz, ja. Clash mit dem Rivals-Team kommt als nächstes. Rivals-Team und LEC-Talk. Wir können aber auch das Spiel zusammen gucken und ein bisschen talken drüber, wenn ihr wollt. Das könnten wir auch machen. Also wollt ihr lieber... Was wollt ihr lieber? Wollt ihr lieber Nexus-Blitz? Oder wollt ihr 1v1s? Oder wollt ihr Game anschauen zusammen und talken? Macht mal einer kurz ein Voting hier. Okay, das Game ist actually vorbei. Well, never mind. Ich meine, well, okay, da schauen wir wahrscheinlich nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Da schauen wir wahrscheinlich nicht mehr so viel. Ich mache jetzt ein Custom-Game auf Nexus Blitz, okay? Und ich erwarte, dass ihr das Passwort löst. Das Passwort ist der Name meines Lieblingsteams. Hier, das ist das Passwort. Der Name meines Lieblings... Wir spielen All Random, spielen wir. Okay. Jetzt wird's heiß. Na, Clash geht doch um 20 Uhr schon los. Nee, um 20.15 Uhr geht Clash los. Oder? Jetzt mal, ich guck kurz. Ja, jetzt gucken wir noch mal kurz, ja. Wo geht's denn zum Clash? Warte mal, wo ist denn das? Ja? Ah, da. Ja, das ist ein dickes Ding, das Clash heißt. Perfekt. 20.15 Uhr geht's los. 20.15 Uhr geht's. Ah, wir sind voll. Perfekt. Sehr, sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Danke an Frozen Nice, Alinest, einen wundervollen. Genauso wie der Rona ist mit dabei. Vielen Dank auch da. Willkommen. Wie spielt man denn die eigentlich? Spielt man die überhaupt noch? Nee, gell? Die Gegner sind sehr, sehr tanky. Also lass mal Level Tempo spielen, ja. Sollte man, glaube ich, Cutdown spielen, weil die auch sacktanky sind. Und ich glaube, das macht man auch allen Artikeln. Mein Gott, das Projekt macht so Spaß, ey. Manchmal, das juckt mich richtig in den Fingern, das jeden Tag zu machen, ne, mit dem Projekt. Ich sag euch, wie das... Das macht so Spaß, ey. Einfach diese neuen Champions. Wir haben mittlerweile auch so viele knappe Games, ne. Weil wenn du schlechte Champions spielst, die Diamond-Spieler, die Diamond 3, Diamond 2 Spieler, die heizen dir da schon ein mit. Ne. Macht echt Laune. Schwarzer Shinigami und Rutnagom. Vielen Dank auch dafür den Support. Willkommen. Ein Game jeden Tag zum Entspannen. Nee, ich mag diese großen Blöcke, wo du halt viele Games am Stück hast. Ich glaube, jetzt kommt das richtig spannende LEC-Game dann, ne? Kommt das nicht jetzt? Also Rogue hat jetzt Platz 1 gemacht gerade. Das ist so krass, ey. Dass die das echt noch geschafft haben mit Lions, mit dem Int am Ende. Und jetzt kommt die 2 gegen Axel kommt jetzt, ne? Und eigentlich für die... Sorry, ich esse die ganze Zeit. Rezink.de, vielen Dank dir für den Support. Einen wundervollen wünsche ich dir. Sag mal, für die Spannungskurve wäre es echt mit Abstand am coolsten, wenn jetzt Excel gewinnen würde. Und dann, aber ich auf der anderen Seite möchte ich nicht, dass Fnatic rausfliegt, aber ich möchte unbedingt, dass Schalke weiterkommt. Also, einfach für die Spannung wäre es mit Abstand am coolsten. Vielleicht haben wir ja zwei Jungler. Oh, wir haben zwei Jungler. Wir haben ja die kompletten PGs. Lol, unsere Gegner haben keinen Jungler. Noobs, amazing. Die 2 intet jetzt. Mal schauen, ne, was da passiert. Also ich würde am liebsten, dass Fnatic und Schalke weiterkommen. Würde ich am liebsten. Das würde ich am liebsten haben. Fnatic ist das Wichtige für Schalke? Nee. Also Schalke kommt weiter. Also es gibt drei Teams, die für zwei Plätze gehen. Und zwar sind es Schalke, Fnatic und Excel. So. Also kurz als Erklärung, ne? Diese drei Teams kämpfen um zwei Plätze. Und wenn du aktuell, also Schalke gewinnt jedes Head-to-Head gegen die anderen Teams, ne? Jedes Head-to-Head gewinnen die gegen die anderen Teams.
Das heißt, wenn die gleiche Win-Anzahl wie Schalke haben, kommt Schalke weiter. Das heißt, egal welches von den anderen Teams verliert, Schalke kommt weiter. Weißt du? Rogue fährt damit jetzt auf die Worlds. Ja, genau, das ist richtig. Rogue fährt jetzt auf die Worlds. Das ist so bitter für Mad Lions, ey. Das hat mir zum Beispiel auch in der Prime League, hat mir das so leid getan für wen war das? Wer war denn das in der Prime League? Unicorns. Unicorns hat mir auch so leid getan. Die fahren jetzt nicht mal auf die European Masters, so. Schalke 04 gegen Excel ist aber 1-1. Ist es? Bist du sicher? Ich dachte, gehört zu einem... dass egal welches Team verliert, Schalke weiterkommt. Ist das falsch? Bin ich da falsch? Warte, ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen konzentrieren. Ich werde ja hier komplett gesmackt gerade. Ich komme, Team! Roaming mit! Enemy slain, da geht's ja zur Sache hier gerade. Kann man mit Ult noch beten. Schön gespielt, Leute, trotzdem. Also. Als außer ich vielleicht. Ich krieg gerade überhaupt keine. Ich habe glaube ich, noch nie einen Root gekriegt, obwohl das so einfach ist mit Xayah, ne? Wenn du diese Combo da kannst. Weil Schalke das Spiel im zweiten Split gewonnen hat. Also, die haben praktisch die Rückrunde gewonnen. Und dadurch, dass sie die Rückrunde gewonnen haben. Genau. Irgendwie so war das. Ja, genau. Dadurch, dass sie die Rückrunde gewonnen haben, gewinnen sie das Head-to-Head oder so. Genau. Also ich bin mir relativ sicher, oder fast 100% sicher, dass Schalke, egal welches von den anderen Teams jetzt, also egal wie das jetzt bei den anderen Teams aussieht. Nice. Wenn eins von denen verliert, ist Schalke weiter. One. Muss Weiger? Oh. Hey! Eingesperrt! Warum wandert der denn bei denen? Der soll gefälligst bei uns wandern. Das ist wieder dieser blöde Golem hier. Ich hasse diesen Golem. Der ist so bescheuert. Ach, schöne Ulti von unserem. Kriegen wir da nicht. Wo ist denn jetzt der Weiger hier? Vorne. Ist halt auch ganz schön tinky, ne, der Weiger. Muss ich sagen. Kann ich da einmal besen? Ja, gell? Okay, das geht. Perfekt. Ja, voll zurück hier. Ich brauche unbedingt ein bisschen Damage, ey. Warum läuft der durch unseren Turret? Können wir den CC'en? Nee, okay. Sollen den einfach nur low gemacht und jetzt läuft er wieder in den hier Gebiet oder was? Der ist ja voll. Komm zurück, weil. Oh mein Gott, der läuft zu denen. Nein! Was haben wir jetzt gekriegt? Schön gemacht, Leute. Well played. Nehmen wir uns den hier oben. Your team has summoned the Pool King. Ah ja. Ah ja, sag mal! Ist denn hier schon Weihnachten? Ey, was ist denn los? Doch den Pool King konnte man nicht so auf den draufporten oder so? Torrell's Finest, Flying Turtle Crossing und Flick, vielen Dank für den Support. Einen wundervollen, schönen Abend wünsche ich. So.
Also früher konnte man auf diesem Koro King draufporten, in diesem Aram Earth Dingsel. So. Gucken wir mal, dass wir das hier schnell nehmen. Die Preise sind komplett unterschiedlich vom Power-Level, habe ich das Gefühl. Haben wir jetzt einen so Poro-King gekriegt? Der hat nicht mal den Material genommen, das Stück, ey. Na gut. Machen wir das hier noch zwei Platten. Nope. Sag mal. Ja, schön gekrittet, den Mann. Die mögen mich nicht so gern, die Gegner, habe ich das Gefühl. Da rotiert immer der komplette Squad nach dann. Schön, Team. Schön, schön, schön. Jetzt ist das ja schnell. Ja, wir warten kurz auf Clash, Leute. Clash geht los um 20.15 Uhr geht Clash los. So, da können wir nicht ran, du. Ah, jetzt das Horsey. Schnapp ihn dir, let's squonch. Ist das nicht aus Rick and Morty, let's squonch? Quonch? Irgendwie so? Das wäre aus Rick and Morty. Schnapp dir den Turret, Sejuani! Ist Schalke weitergekommen? Ne, das wissen wir ja noch nicht, ob Schalke weiterkommt oder nicht. Aktuell besteht eine relativ... Alter, man kann... Ich sag mal, Leute! Ach du Scheiße! Meine Viewer haben mich, glaube ich, auf dem Kicker hier. Die wollen mich. Wer hat die vorne? Irgendwie überhaupt nicht. Ich habe keinen Schaden mit meiner Xayah, muss ich sagen. Das ist so semi hier. Commanders, Flobrian, vielen Dank für den Support. Einen traumhaften wünsche ich. Was ist jetzt? Earth Death. Oh, das ist nice. Earth Deathmatch ist nice. Ich bin auf Level 11 und hab mein Item. Das ist actually ziemlich gut, meine Ausgangssituation hier. Alter, ihr seid solche Schweine! Was habe ich euch denn je getan? Come on, Enemy Team! Come on! What is this shit? That's fucking right. Alter, was soll ich denn machen? What is happening? So. Jankos spielt bestimmt gleich Channel Jungle. Also ich weiß nicht, ob ich so viel Hoffnung in G2 tatsächlich habe. Weil ich habe so das Gefühl, wenn G2... Also, nicht, dass die jetzt absichtlich trollen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt ein bisschen Spaß haben in dem Game. Wisst ihr, wie ich meine? Ich könnte mir vorstellen, dass die ein bisschen Spaß haben werden. Oder probieren. So. Und das vielleicht nicht so 100% ernst meinen. Die Tour ist weiter, meines Wissens. Ich glaube, die sind auch schon gelockt. Gibt für den Sejuani-Trick von heute. Aus unseren Games vorhin. Ich muss sagen, dass man Elder kriegen kann, ist schon irgendwie ein bisschen unfair, oder? Wait, warum macht der Elder? Achso, der ist an, auch wenn man stirbt, ja. Ist ja nicht wie der normale Elder, der dann weggeht, wenn du stirbst. So, ich glaube, in dem Game brauchen wir einen Runans Hurricane, weil da sind immer ein paar mehr um uns rum, habe ich das Gefühl.
Der Elder ist echt bescheuert, finde ich auch. Manche von den Dingern sind richtig bescheuert. I hate, hi Elo, Leroy, vielen Dank dir für die Tier 2 Subscription, Leonidas, Flobian, Commander, Atom Energy, der Special und der Hannes, vielen Dank allerseits. Hoffe, ihr hattet ein schönes, entspanntes Wochenende und seid wieder fit für die nächste Woche hier. Mit wem spielst du Clash? Mit dem Twitch Rival Team spielen wir heute Clash. Heute spielen wir mit dem letzten Twitch Rival Team spielen wir. Mit warum ich Nashbuff? Ich hatte Nashbuff. Oh shit. Shutdown! Der will mir auch nicht flashen, oder? Alter, der Yorick macht aber auch gute Arbeit, muss ich sagen. Das war schön gespielt von dir, Yorick. Sehr, sehr nice. Fight for survival in the Flaming Circle. Das klingt nach einer Aufgabe für mich. Flaming Circle kann ich. Danke an Lauchgestalt und Flixi für den Support. Auch einen traumhaften Wünsche ist. Matt, ich bin tot. Was passiert jetzt? Ah, ich respawn einfach, okay. Ist hier nicht irgendwo so eine Kanone, die ich nehmen kann? Ja. Gut. Okay, einer von uns ist schon tot, das ist nicht so gut. Wir kommen jetzt in den Flaming Circle rein da. Liebes Lied. Hast du schon mal erwähnt? Ich glaube jeden Stream. Oder jedes Mal, wenn das kommt. Double Kill! Nice, das war clean. Das war crispy clean von uns, Leute. Nice, gute GA-Usage, mein Freund. Dafür lassen wir dich auch zurück. Muss ich ja sagen, dafür lassen wir dich jetzt zurück hier. Danke an Holzrosse für den Support. Einen wundervollen Wind. Wait, braucht man nicht eigentlich Essence River auf dem Champion hier? Ja, gell, braucht man. Braucht man nicht Essence River auf Xayah? Ich glaube, ne? Also, aber auch schon früh, nicht erst jetzt. Oh, danke, Jungs. Super liebe. Oh shit, der hat den ganzen Tag für mich gehalten. Ich hatte überhaupt nicht gecheckt, was der von mir wollte. Bitte sweet cheat. Suffocating. Da. Die Seto spielt gut, ja, die spielen alle ziemlich gut, unsere Jungs hier, ne? Ah, da ist Nashfight. Da soll ich vielleicht dazukommen, ha? Anstatt backsupporten. Ich komme, Team! Gebt ihm nicht den Herald! Fight for what you believe in! Oh, nice, holy shit, die Seto. Mit dem Schmurfing. Ne. Ne. Ich hatte keine Ulti und ich hatte keinen Flash. Yannick der Rote, vielen Dank auch dafür den Support. Willkommen, willkommen. Ein und Traum auf Naufenland wünsche ich Ihnen. Wer doch Signol. Also in der Theorie mache ich eine Menge Schaden jetzt, ne? In der Praxis, schwierige Kiste. So, wie sieht's denn in der LEC aus? Ist der Draft schon durch für das Game? Sieht man schon G2 und Excel kommen? Feosone, vielen Dank für den Support. Einen wundervollen wünsche ich dir. Ja, wir können noch kurz Heal Reduction mitnehmen, ha?
Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Weil um 20.15 Uhr ist locked. Wir wollen direkt am Anfang, damit wir die guten Teams kriegen. Kalivios, vielen Dank auch dafür den Support. Einen wundervollen wünsche ich dir. So, Ende jetzt. Let's go, Leute. Jetzt machen wir Schicht hier. Nee, Kollege. Schöne Kiste, Leute. Jetzt machen wir mal ernst hier, ne? Schöne Kiste. Vielen Dank euch fürs Game, Leute. Und jetzt direkt rüber zu Clash hier. Machst du LEC Viewing Party? Na, wir spielen Clash und gleichzeitig gucken wir ein bisschen LEC, war der Plan. Also so ein gesunder Mix halt, wisst ihr? Ich hier mal bei Clash, muss ich da irgendwie was machen? Nee, gell? Erst um 20.15 Uhr. Washed Up Rivals Team Volume 2. Nice. Guter Name auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal hier in die LEC rein. Nepantic, vielen Dank dir für den Support. Willkommen, willkommen. Wir haben mit dem Washed Up Rivals Team haben wir im Übrigen noch nicht ein einziges Mal gewonnen, die Rivals. Bis jetzt haben wir die nur verloren. Möchte ich kurz einmal lobend erwähnt haben hier.